Ja, lieber Julian, liebe Kolleginnen und Kollegen, es steht jetzt, der Klassiker, der muss jetzt natürlich kommen, nur wir stehen noch vor dem umfangreichen Angebot an Essen und Getränken und da kommen wir jetzt auch ganz schnell hin. Wir haben noch zwei Aufgaben, Zusammenfassung und alle auf die Bühne. Es wurde schon angesagt, das machen wir auch. Bereitet euch vor. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt und wollen noch einmal in gebotener Kürze, es wurde gesagt, zusammenfassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Notizen der anderen nehme. Und vielleicht finden wir uns dann auch mit dem, was wir hier heute gemeinsam erlebt haben, wieder. Ich hoffe, ihr findet euch wieder. Herr Dr. Bösinger fing an und nannte unseren Hochschultag ein Forum zur Überwindung und Entwicklung von Denkmustern. Und das wäre für mich schon jetzt meine erste Selbstreflexionsfrage. Hat es das für uns gebracht? Zumindest unser geschätzter Kollege Bogdan Scherkes hat uns ja schon gesagt, was er mitnimmt. Und ich hoffe, das geht uns in anderen Sachen auch so, weil wir natürlich viel über Dinge reden, wo wir uns dann manchmal auch fragen, das haben wir doch schon mal gesagt, vielleicht nur mit anderen Worten. Aber er ist, und Barbara hat uns das nochmal, Barbara Engel, für die da sind, finde ich, sehr genau dargestellt. Der Hochschultag ist unsere Plattform, die, weil wir so sind, durch sich schon über Disziplingrenzen hinausgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind eben nicht monodisziplinär und über diese Disziplingrenzen hinaus sollen wir Lösungen suchen. Dafür sind wir geeignet. Und Barbara Engel hat uns dazu für diese Lösung so die Wie-Fragen mitgegeben. Wie kommen wir zum Konsens? Wir sprachen darüber. Konsens für Entscheidungen. In welchen Institutionen? Wie stellen wir die Institutionen dafür aus? Und wie ist die Gestalt, also wie gestalten wir das? Und auch über den Gestaltungsbegriff wurde hier in unterschiedlichen Gruppen gesprochen. Um zu schließen, Transdisziplinarität, was ist als Herausforderung und in der Umsetzung leider nur noch viel komplexer macht. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil wir reden so viel hier in dieser Gruppe aus Lehrenden, Studierenden, aus Praktikerinnen und Praktikern darüber, wie wir es machen und wir wissen, auch uns bringt die Komplexität dieser Sache um. Und da hat uns Herr Nassee eigentlich ganz schön abgeholt. Er hat nämlich erstmal gesagt, vergesst es, akzeptiert die Komplexität. Es ist, it's complexity stupid, hätte er quasi sagen können. Und er hat uns dann sehr schön gesagt, ihr müsst anfangen zu verstehen, dass es eben den Handlungsrahmen und die eigentlich teilweise, er hat es ja sehr schön dargestellt, Schwierigkeit der richtigen Entscheidung gibt. Und da gibt es so zwei Punkte, die für mich wichtig waren, weil das kann man ja gar nicht zusammenfassen, was er so gut dargestellt hat. Aber überhaupt zu verstehen, ich meine, das wissen wir Planenden sicher, der Handlungsrahmen ist wichtiger als die Handelnden. Und alle Appelle an die Handelnden verhallen natürlich, wenn wir uns nicht mit den Handlungsrahmen auseinandersetzen. Und da kam er dann ja auch, er braucht diese Orte, Agnes Förster hat es eben auch nochmal gesagt, es braucht diese Orte, in denen wir die Voraussetzungen des Handelns klären, gemeinsam gestalten, die eben, und dann hat er uns so ein bisschen in die Urbanität geführt, das hat er, glaube ich, uns zuliebe gemacht und hat uns dann mit dem komplexen Begriff Urbanität alleine gelassen, wenn es um die Orte ging. Also sind wir da nicht viel weiter, aber es hat uns geschmeichelt. Ich glaube aber nicht, dass uns das die Sache vereinfacht hat. Er hat dann etwas gemacht, was ich wirklich sehr schön fand. Das war jetzt das, was ich vielleicht für mich heute mitgenommen haben. Entscheidungen sind Zeitschnitte, die in der Gegenwart eine unsichere, unbekannte Zukunft binden sollen. Und dann hat er ein wunderbares Beispiel gebracht, nämlich die Herausforderung, die komplexe Frage der Eheschließung, die zwei Ehepartner für, im klassischen Sinne, für eine Lebensentscheidung treffen sollen. Und das fand ich, war für mich so ein ganz schönes Bild, erstmal diese Entscheidungssituation zu verstehen. Und dann hat er aber gesagt, damit wir das entscheiden können, an dem Punkt, wo wir das plötzlich selber machen müssen, wurde die Kategorie der romantischen Liebe eingeführt. Habe ich das auch verstanden? Und wir wissen alle, wie komplex das ist.
und wie wir mit dieser Kategorie umgehen zu haben. Da sind wir wieder bei der Komplexität. Und deswegen, Philipp Misselwitz ist, glaube ich, nicht mehr da, war ich dann total froh mit Philipp Misselwitz, der uns dann ja hier im Nachgang hinsagt, er stellt sich hierhin mit Naivität und Zweckoptimismus und er glaubt an die Utopie. Na, da fangen wir dann schon immer an, so ein bisschen mit dem Kopf zu wiegen. Aber er hat dann eigentlich etwas gemacht, was sich sehr schön mit der Kategorie der romantischen Liebe verbinden lässt. Wenn wir entscheiden müssen, und so habt ihr es dann auch auf dem Podium danach diskutiert, ist dann vielleicht diese Utopie, er hat die Donut-Ökonomie genommen, worüber man streiten kann, aber ist dann diese Utopie die Funktion der romantischen Liebe? Das, was wir uns einreden müssen, um diese Entscheidung zu treffen. Und das fand ich so ganz schön. Und da hat für mich dann der Begriff der Utopie plötzlich eine ganz schöne Entscheidungskategorie-Funktion bekommen. Ja, wir waren dann am Ende wieder bei Muddling Through und perspektivischer Inkrementalismus. Da wurde ich dann schon wieder ganz frustriert, weil natürlich Thomas Sieverts und Karl Ganser, ja Gott, aber so sind die meisten von uns hier mal gestartet. Das kann doch nicht sein, dass wir da 2023 immer noch wieder mit der Umsetzung anfangen. Deswegen, Gabriele Niessen fragt, sind wir nicht schon von der Krise eigentlich in der Transformation und geht es nicht um Handeln? Und natürlich hat sie da eine vollkommen andere Perspektive als Herr Nassé. Der geschätzte Kollege ist ja Soziologe, der muss ja nicht handeln, sondern der beschreibt ja Handlungsrahmen, deswegen spricht er auch über die Institution. Aber ich glaube, sie hat uns dann eben sehr schön gezeigt, was Handeln eher im Sinne von Umsetzen und in welchen Strukturen bedeutet. Und da haben wir, glaube ich, einen schönen Ritt oder sozusagen einen schönen Kurzschluss gehabt zwischen diesen, glaube ich, drei sehr gut gelungenen Beiträgen, die wir dann auf dem Podium diskutiert haben. Ja, du hast jetzt doch sehr weit und vielfältig ja ausgeführt, die einzelnen Vorträge nochmal. Und letztlich hat sich das ja auf dem Podium, ich will nicht sagen wiederholt, aber es wurde vertieft und nochmal diskutiert. Deswegen kann ich mich, glaube ich, jetzt relativ kurz fassen mit der Zusammenfassung des Podiums. Mein Eindruck war aber generell heute fast noch mehr als sonst, dass wir versucht haben, unsere Unsicherheiten mit Bildern zu lösen. Das ist ja durchaus auch ein gängiger Weg. Wir sind kreativ alle tätig und versuchen mit Piktogrammen, Bildern, aber auch mit Analogien eben zu arbeiten, um diese super komplexen Zusammenhänge so ein bisschen runterzubrechen. Und manchmal dient dann das Bild der Ehe oder was wir da alles hatten, um das zu machen. Deswegen habe ich jetzt eigentlich für die Zusammenfassung des Podiums so ein bisschen versucht, diese Keywords und die Bilder, die dazu gebracht wurden, auch zusammenzufassen und habe für mich ganz knapp vielleicht mitgenommen. Das Podium hat uns mitgegeben oder die Teilnehmenden des Podiums, wir brauchen Utopien, die wir als Planerinnen in die Logiken der Akteure übersetzen. Also erstmal nochmal so ein bisschen Splitter, um dann ein kollektives Handeln, nicht im Kollektiv, zumindest laut Herrn Nassé, aber in einem kollektiven Handeln oder ein kollektives Handeln zu erzeugen, das dann zwischen Besinnung, das ist jetzt meine Deutung, ein bisschen positiver als deine vielleicht, Besinnung auf Bekanntes und Bewährtes, wie eben die Urbanität, das haben alle gesagt, also Nassé hat es eingeführt, die anderen hätten es vielleicht sowieso gesagt, weil das disziplinnah ist, aber auch wie den strategischen Inkrementalismus, hatte Detlef Kurt erwähnt, Philipp Misselwitz, und den Experimentiermut, haben auch irgendwie alle gesagt, Philipp Misselwitz hat es ausgeführt, aus der Nachwendezeit, als es irgendwie auch eine Not gab, Krisensituationen und man sich getraut hat, irgendwie Dinge zu tun, die vorher nie gegangen wären. Also diesen Experimentiermut nochmal aufzunehmen. Also das so, das Bekannte, Bewährte, aber gleichzeitig dazu geschaltet, nach vorne blickend, diesen offenen und suchenden Weitblick, hat Frau Niessen betont, in der Planung. Und das dann vielleicht im Sinne dessen, wie es Frau Burgdorf nochmal ergänzt hat aus dem Auditorium, eines Navigierens oder ich würde sagen eines
zugelassenen oder bewussten Perspektivwechsels, das hatte Nasei auch gesagt, oder vielleicht sogar Brillentausch, also im Sinne, man nimmt die Brille mal ab, die eigene, dann wird es erstmal so ein bisschen neblig, passt zum Schiff und navigieren, neblig wie auf dem Meer oder eben unscharf, tastend ist man unterwegs und man setzt dann die eigene Disziplinenbrille vielleicht auch wieder auf und hat einen noch schärferen Blick in dem Sinne, dass man die Zielkonflikte erkannt hat und nicht versucht, sie irgendwie auszuräumen, sondern mit diesen, die da sind, Widersprüchlichkeiten, die wir auch als Planer nicht ausräumen können, die dann zu nutzen, zu verstehen und einzusetzen in diesen Utopien. Wir arbeiten, glaube ich, wirklich lieber mit dem Begriff der Szenarien zum Austesten. Und für all das, da waren sich auch alle einig, sind die Orte des Austragens wichtig, die physischen, aber eben auch die übertragenen in institutioneller Art beispielsweise. Und schlussendlich würde ich sagen, gab es eine Einigkeit nochmal darüber, dass wir genug Wissen haben, aber eher nur zu den Zuständen, also wie es ist, wie es war, aber weit noch zu wenig Wissen in diesen Anforderungen und Herausforderungen darüber, wie wir Dinge umsetzen können, also wie das alles so geht. Das haben wir im Forum übrigens auch nochmal sehr kontrovers diskutiert, ob wir alles wissen oder nicht, oder was wir wissen und was wir vielleicht doch noch gar nicht wissen, bezogen auf die Naturkatastrophen und natürlich die Kriege. Zusammengefasst kam dann vom Podium nochmal, also diese Belange, dass die Herausforderung es wohl ist, die Transformation, also von der Resilienz zur Transformation, bei laufendem Motor unterwegs zu sein. Und diese Krisendiskussion, wie wir sie heute geführt haben, ist begrifflich wie inhaltlich sehr vielfältig, haben wir wieder gemerkt, wussten wir natürlich auch vorher. Und aber auch da bestand eine Einigkeit aus meiner Sicht, dass ein Return to Normal nicht diskussionsleitend sein kann, dass hingegen ein Planungsmodus, wissenschaftlichen würden wir vielleicht sagen, ein Methodenmix nötig ist, um sowohl das kreative Potenzial der Krise zu nutzen, bei gleichzeitiger stringenten doch auch Steuerung eines Managements von längerfristigem Krisenmanagement. Das so aus meiner Wahrnehmung die Zusammenfassung nochmal oder die Vertiefung, was auf dem Podium, auf dem ersten Podium diskutiert wurde. Wir hatten ein zweites Podium, wo ich jetzt so ein bisschen von der Zusammenfassung eigentlich absehen möchte, weil das Podium hat ja schon die Foren eingesammelt und zusammengefasst und da wird es jetzt dann irgendwann langwierig. Deswegen, da sind auch nochmal viele Schlagworte gefallen und die Bedeutung der Pilotprojekte ist hervorgehoben worden. Da sind wir hier, glaube ich, auch in unserer Planungsfamilie einig, dass es wichtig ist, dass wir freie Projekte brauchen, aber auch taktische Dinge, auch nochmal mit Bezug auf die Situation in der Ukraine, dass wir auch Raumordnung nochmal durchaus strategisch langfristig denken müssen, waren verschiedene Begriffsausprägungen. So viel zur Zusammenfassung. Ich hoffe, Sie haben das alles so ähnlich verstanden, wie wir es jetzt wiedergegeben haben. Oder auch andere eigene Interpretationen mitgenommen, hoffentlich auf jeden Fall etwas mitgenommen aus den Diskussionen, aus den Foren, aus den Vorträgen, mit dem Sie, wie Bodan auch, heute Nacht noch weiterarbeiten im Kopf oder morgen früh unter der Dusche und dann auch im Planungsalltag. Agnes Förster hat dann die Schlussrunde eingeleitet mit Los geht's und wer macht's? Das würden wir jetzt auch nochmal machen. Für die letzte Runde, los geht's und wer macht's, nämlich über die nächsten Schritte sprechen, die so anstehen. Ja, das ist jetzt die... Letzter Punkt. Ausblick. Ja, der erste Ausblick geht so leicht nordöstlich, ich weiß nicht, so 1 Uhr. Und das ist natürlich der nächste Hochschultag vor Ort. Und der nächste Hochschultag vor Ort wird in Neubrandenburg stattfinden, ausgerichtet von der Hochschule Neubrandenburg. Und ich würde den Kollegen Professor Lipp einmal kurz hochbitten, dass er uns vielleicht in einem Satz umreißt, worum es geht. Ja, vielen Dank. Genau, mir kommt die Aufgabe zu, im Namen der Hochschule Neubrandenburg und im Namen vor allen Dingen der Kolleginnen und Kollegen, die sich da zusammengefunden haben, zum Teil sind sie heute auch hier,
nach Neubrandenburg einzuladen, nach Mecklenburg-Vorpommern zum Hochschultag vor Ort 2024. Neubrandenburg als Hochschule ist eine kleine Hochschule, ist, glaube ich, auf der Landkarte der Stadtplanung und Landesplanung, Raumordnung auch nicht so sehr verortet bislang. Wir sind eine kleine Hochschule in einer mittelgroßen Stadt, Kreisstadt und Oberzentrum. Immerhin ist Neubrandenburg die drittgrößte Stadt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sind vor allen Dingen aber natürlich gelegen in einer großartigen Landschaft, wo wir uns mit all den Themen, die wir heute hier auch angesprochen haben, Klimawandel, Energiewende, Mobilität, demografischer Wandel, Denkmalschutz ist bei uns auch ein großes Thema, natürlich auch beschäftigen in vielerlei Planungsperspektiven. Von daher haben wir uns überlegt, ohne jetzt schon was festmachen zu wollen, Planung jenseits der Metropolen, vielfältige Herausforderungen mit begrenzten Kapazitäten angehen zu müssen. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie, ihr, alle oder viele von Ihnen dann im kommenden Jahr nach Neubrandenburg kommt. Terminlich sind wir eher im Herbst bisher angelangt, aber ich denke, das wird sicherlich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten dann noch weiter fixiert. Vielen Dank. Das war die erste Staffelstabübergabe, nämlich vom Hochschultag, vom großen Hochschultag, wie wir ja sprichwörtlich manchmal sagen, zum kleinen Hochschultag in 2024. Und dann gibt es eine weitere Staffelstabübergabe zum dann 9. Hochschultag, großen Hochschultag 2025. Und da ist die Staffelstabübergabe jetzt eher personeller Natur. Julian Wegler hat es heute Morgen selbst gesagt. Er hat den Hochschultag von 2009 bis heute 2023 vorbereitet, nachbereitet, umgesetzt, begleitet, arrangiert, was alles dazugehört. Wir kriegen es alle in unseren unterschiedlichen Funktionen mit. Und übergibt jetzt aber den Staffelstab an dieser Stelle an Barbara Engel, die sich erstmal seitens der Akademie für den Moment mit für den Hochschultag verantwortlich fühlt, durch die Veränderung im Präsidium da eine Zuständigkeit hat. Und wir wollen dich, Julian, und dich, Barbara, auch jetzt auch mit auf die Bühne bitten. Und, also nur wer schon gearbeitet hat sozusagen in seiner Funktion, die Ausscheidenden, nicht ausscheiden in dem Sinn, aber von dieser Hochschultagfunktion, bekommt auch ein kleines Präsent. Dankeschön. Mit ganz herzlichen Grüßen. Danke, danke, danke. Ja, herzlichen Dank von uns allen nochmal. Dank geht ja auch immer an das Ministerium. Auch da gibt es ja einen Staffelstab. Der Hochschultag lag sehr lange natürlich bei vielen von Ihnen. Es ist immer eigentlich auch ein bisschen unfair, auf Einzelpersonen da zu schauen. Bei Julian war das nicht der Fall. Aber auch da war der Hochschultag natürlich lange durch Oliver Weigel mitgeprägt und diese Aufgabe ist jetzt an Frau Kessler übergegangen und wir würden Sie bitten, auch einmal auf die Bühne zu kommen. Und vielleicht einfach, da gibt es jetzt, glaube ich, nicht so große Staffelstäbe, aber trotzdem, damit das Team auch komplett ist und vielleicht alle nochmal hier mit Gesicht zu sehen sind und für die Zukunft ansprechbar sind, wollen wir auch gerne noch Marion Klemme und Katharina Hackenberg, weiß ich gar nicht, ist sie noch da? Nee, Marion Klemme noch mit hier hoch bitten. Frank Schwarze flüstert mir ins Ohr, dann sind wir durch.
Nein, wir wollten jetzt natürlich auch, wenn Sie möchten, Ihnen die Gelegenheit geben, noch ein Wort zu sagen. Aber uns war es einfach wichtig, Sie noch mal hier zu haben. Das sind die Gesichter, die Personen, die die nächsten Jahre Dinge verantworten, ansprechbar sind, denke ich, gehe ich mal davon aus. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass Sie alle bis jetzt ausgehalten haben, durchgehalten haben und dann wahrscheinlich ja auch noch dem Imbiss folgen, den es gleich im Garten gibt, wie Sie möchten. Also ich kann nur sagen, wir freuen uns. Kommen Sie lieber noch mal hier, oder geht das noch? Geht das noch? Doch, das geht noch. Wir freuen uns einfach ganz sehr gemeinsam den Hochschultag mit Ihnen, Sie unterstützen zu dürfen, den Hochschultag zu gestalten. Ja, ich glaube, so ein paar Aufgaben gab es jetzt schon. Von daher freuen wir uns darauf und freuen uns jetzt auch noch auf den Austausch. Und ich glaube, ich darf jetzt noch mal zum Abschluss auch an Herrn Wekel übergeben. Ja, dann noch mal ganz kurz. Ich habe mich zu bedanken. Ich habe mich zu bedanken für wahnsinnig viel irgendwie konstruktive Zusammenarbeit, die aus rein kollegialen Verhältnissen auch in vielen Fällen Freundschaften mitgemacht hat. Ich sage mal, es ist ganz weit zurückliegend. Erfunden haben eigentlich Uli Hatzfeld und ich mal, da muss ein Jahr vorher gewesen sein, 2008, und haben da Unterstützung gekriegt durch den damaligen Staatssekretär, der dann jetzt mit Flughäfen zu tun hatte, mit Lütke Dahldrup. Und es waren so viele verschiedene Hochschultage, aber immer wieder doch so ein Gefühl, dass das was ganz Besonderes ist, wenn es gelingt, eben Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrende und Forschende zusammenzuholen und möglichst auch noch aus der beruflichen Praxis. Das ist nicht so einfach, dass man die auch dazu kriegt, zumal die ja meistens auch relativ wenig Zeit haben. Aber für den Hochschultag haben sich eigentlich alle mal freigemacht. Und ich denke, es ist ein Format, gerade heute hat sich das gezeigt, das viel Zukunft haben sollte. Und dazu wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg und toi, toi, toi. Ich werde nicht mich abmelden, aber ich werde nicht mehr hier in irgendeiner Weise besonders auftreten. Danke. Und jetzt bitte geht runter. Und